Am 23. Mai 2020 findet eine virtuelle Maker Faire statt und mit diesem Video möchte ich das Projekt, mit dem ich daran teilnehme, mal kurz vorstellen. Ich betreibe ja schon seit einigen Jahren eine kleine Flotte von kamerabewaffneten Robotern, die ihr per Browser steuern könnt. Für den Tag der Maker Faire werde ich einen extra Bereich absperren, in dem ihr meine mechanischen Knechte steuern könnt, um somit ein paar besondere Ausstellungsstücke zu erkunden. Den Tag werde ich nutzen, meinen schon seit längerem geplanten und hier zu sehenden Weltreiseroboter etwas genauer vorzustellen. Dieser Geselle soll per Postpaket zu einem Ziel reisen, in dem er dann für einige Stunden freigelassen wird, damit ihr dieses Gebiet aus der Ferne erkunden könnt. Der Zentralrechner ist ein Raspberry Pi und als Antriebsmotoren kommen RC-Hobby-Servos, modifiziert für kontinuierliche Rotation, zum Einsatz. Das Auge ist ein Raspberry Pi Kameramodul und der Energiespeicher ist eine Powerbank. Der Roboter ist nicht sonderlich groß und auch mit dem fertigen Gehäuse nicht komplett wasserdicht, womit die Fähigkeiten für Außenmissionen eher eingeschränkt sind. Es gilt also vor allem, Innenräume von Museen, Ausstellungen oder Workshops rund um den Planeten zu erkunden. Was mit dem Fernerkunder gezeigt wird, liegt ganz in den Händen des jeweiligen Empfängers und ich bin gespannt, was euch da so alles einfällt. Ist die Mission abgeschlossen, geht's zurück in die Versandbox und ab zum nächsten Gastgeber. Wie all meine Projekte ist auch der Weltreiseroboter erstens Open Source und zweitens noch nicht so ganz fertig. Eine Dokumentation werde ich auf jeden Fall schreiben, die Dateien online stellen und auch an dem Roboter fleißig weiterarbeiten, um diesen in nicht allzu ferner Zukunft zu einem ersten Ziel senden zu können. Das Langzeitziel mit meinen Robotern besteht darin, meine Kapitel zu Physical Computing voranzubringen. Ich möchte weiter daran arbeiten, euch zu zeigen, wie man Motoren ansteuert und Sensoren ausliest. Die ferngesteuerten Roboter sollen die Softwareseite von Physical Computing mit Praxisbeispielen füllen. Hierzu fehlen in meiner Serie zurzeit leider noch jegliche Kapitel. Seitens der Elektronik habe ich ja schon so einiges geschrieben. Wer das Ganze spannend findet und die Entwicklung per finanzieller Zuwendung voranschieben möchte, auf meinen Seiten gibt's eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. Wenn ich die technischen Voraussetzungen in der verbleibenden Zeit schaffen kann, werde ich einen Livestream von einem meiner Roboter auf YouTube starten und eure Fragen zu all meinen Projekten beantworten. Das Was, Wie, Wo, Wann werde ich auf meinen Seiten genauer erläutern, sobald alles soweit fertig ist. Also notiert euch den 23. Mai und seid dabei, wenn die virtuelle Maker Faire läuft. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!